Die Emulation von DOS-Games wirkt deutlich komplizierter als die Emulation von Konsolen, denn hier reicht es nicht aus, entsprechende Firmware-Dateien in einen Ordner zu kopieren und dann die Kopie eines Game-Cartridges, einer Spiele-CD, DVD oder Blu-ray zu starten. Bei der Emulation alter PC-Spiele haben wir es nämlich mit einer großen Spanne an Hardware zu tun, die emuliert werden muss. Wir haben unterschiedlich schnelle Prozessoren, unterschiedlich viel Speicher, unterschiedliche Grafik- und Soundhardware und so weiter. Denn Schnittstellen wie DirectX für den einheitlichen Zugriff auf eine breite Masse an Hardware gab es nicht. Wenn die alten Sachen auf modernen Systemen laufen sollen, hilft DOSBox weiter. In diesem Video möchte ich Grundlagen erläutern, darauf eingehen, warum eine spieletaugliche Konfiguration auch auf Originalhardware nicht einfach war und ist. Es gibt DOS Basics und ich will auf die unterschiedlichen Varianten von DOSBox eingehen. Nach diesem eher theoretischen Teil soll es im folgenden Teil darum gehen, wie DOSBox bei GOG und Steam Games zum Einsatz kommt. Und ich erkläre, wie man DOSBox mit Batocera und unter Windows mit der Emulation Station Desktop Edition nutzen kann, sodass sich die Games komfortabel starten lassen. Die Emulation der DOS- und frühen Windows-Games ist auch mit den Tools PCEM bzw. 86-Box möglich, aber da hier ein kompletter PC inklusive BIOS und nicht nur DOS emuliert wird, wird ein leistungsfähiger Windows-, Linux- oder macOS-Rechner benötigt. Ein Platinrechner wie die Raspberry Pis, Odroids oder ROG-Chipboards reichen da nicht aus. Bevor es jetzt mit den Praxisbeispielen losgeht, möchte ich zunächst auf das Thema Speicherverwaltung, Treiber, Configsys und Autexecbud eingehen, also die Konfiguration der DOS-Umgebung und wie uns hier DOSBox massiv unter die Arme greift. In den frühen PC-Zeiten ging man davon aus, dass 1 MB für immer reichen würde und so erlaubte man DOS auf die unteren 640 KB sogenannten konventionellen Speichers zugreifen zu können, während man den Bereich oberhalb der 640 KB, die sogenannte Upper Memory Area, kurz UMA oder UMA, für BIOS und Hardware reservierte. Aber es kam, wie es kommen musste, die 1 MB Grenze wurde überschritten. Aber aus Kompatibilitätsgründen musste am konventionellen Speicher und der UMA festgehalten werden. Der dritte Speicherblock XMS war geboren. Aber auch XMS war nicht ohne Probleme. Der Zugriff war aufwendig und langsam, weil immer das DOS abgeschaltet werden musste, um die 640 KB Grenze umgehen zu können. Daher ersann man den EMS-Speicher, bei dem Speicherblöcke aus dem Bereich oberhalb der 1 MB in einen reservierten 64 KB Bereich der Upper Memory Area gespiegelt wurden. Um das nutzen zu können, mussten Speichermanager geladen werden. Der bekannteste war wohl EMM386.exe, der ab MS-DOS 5.0 mitgeliefert wurde. Letztendlich war aber auch der EMS-Speicher nicht die optimale Lösung. Man wollte zusammenhängenden Speicher. Und den gab es erst mit einem Intel 80386 Prozessor. Der verfügte nämlich über einen Real Mode, der noch nach dem alten Speichermanagement-Prinzip arbeitete, und einen Protected Mode, mit dem sich der Speicher mit Hilfe entsprechender Tools, den sogenannten DOS-Extendern, zusammenhängend nutzen ließ. Der bekannteste dürfte damals DOS 4GB gewesen sein. Die berühmt-berüchtigten DOS-Konfigurationsprobleme gab es nicht im Protected, sondern im Real Mode, weil die Rechner zuerst den DEN starteten. So gab und gibt es beispielsweise DOS-Spiele, die XMS-Speicher benötigen, andere wollen EMS-Speicher und wiederum andere wollen den Speicher selbst verwalten und stören sich an einem geladenen Speichermanager. Aber es gibt noch ein Problem im Zusammenhang mit dem Speicher. Programme werden zunächst in den konventionellen Speicher geladen. Wenn davon zu wenig zur Verfügung steht, starten sie gar nicht erst. Leider müssen sich Programme den konventionellen Speicher teilen, nämlich mit Treibern und speicherresidenten Tools, also Programmen, die im Speicher verbleiben. Glücklicherweise gibt es die Möglichkeit, viele, wenn auch nicht alle, Treiber und Tools in freie Blöcke der Upper Memory Area zu verschieben, in die sogenannten Upper Memory Blocks, kurz UMBs, und damit im konventionellen Speicher für mehr Platz zu sorgen. Es gibt auch noch eine High Memory Area, kurz HMA oder HMA, das sind die ersten 64 KB über der 1 MB Grenze. Hierhin kann aber in erster Linie nur der DOS-Kern verschoben werden, daher diesen Bereich High Memory Area nicht mit dem gerade genannten Bereich Upper Memory Area verwechseln, bzw. den dort gelegenen Upper Memory Blocks. Zum Laden der Treiber sind Einträge in der Datei Configsys im Hauptverzeichnis einer DOS-Installation notwendig. Soll der Treiber normal geladen werden, heißt der Eintrag Device, gefolgt von der Treiberdatei. Device High schiebt den Treiber in den oberen Speicherbereich, wenn zuvor der Treiber High-Memsys geladen wurde.
Weitere Treiber wie der Maustreiber maus.com sowie die für die CD-ROM-Nutzung notwendige msc.dex.exe werden über die Auto-Exec-Bat geladen, hier über Load bzw. Load High. Zudem lassen sich am Ende der Auto-Exec-Bat auch noch weitere DOS-Befehle hinzufügen, die beim DOS-Start ausgeführt werden sollen. Die Kunst war damals, die richtige Reihenfolge beim Laden der Treiber zu ermitteln und zu schauen, welcher Treiber überhaupt hochgeladen werden konnte. Und manchmal brauchte es mehrere Konfigurationen. Es wurden Bootdisketten angelegt oder Skripte erstellt, die Configsys und AutoExecBat vor dem nächsten Neustart austauschten. So stand dann nach dem Reboot eine andere Konfiguration zur Verfügung. Und ab MS-DOS 6 war es sogar möglich, Bootmenüs mit unterschiedlichen Konfigurationen zu erstellen. Wenn euch Details interessieren, die zuletzt gezeigten Ausschnitte stammen aus unterschiedlichen Artikeln der PC Player, die ihr bei archive.org findet. In den Ausgaben 2 1993 und 3 1993 hat Boris Schneider das Speicherthema ausführlich erläutert. In Ausgabe 4 1993 gibt es von ihm einen Artikel über Configsys und AutoExecBat und wie man sie per Skript austauschen kann. In Ausgabe 2 1994 geht es um Speichermanager und in der Ausgabe 9 1994 erfahren wir, wie man sich ein MS-DOS 6 Bootmenü baut. Warum verweise ich jetzt auf die Artikel und gehe nicht weiter im Detail auf die optimale DOS-Konfiguration ein? Nun, weil es die bei einem echten Retro-PC wegen der unterschiedlich möglichen Hardware nicht gibt, vor allem aber, weil sie für DOSBox nicht nötig ist. Starte ich DOSBox, in diesem Fall die Variante DOSBox X, und lasse mir mit dem Befehl memacp den freien Speicher anzeigen, sieht man, dass 16 MB XMS, 16 MB EMS und über 610 KB konventioneller Speicher zur Verfügung stehen. Und damit laufen praktisch alle DOS-Programme. Natürlich gibt es, wie erwähnt, Ausnahmen, bei denen man zum Beispiel den EMS-Speicher deaktivieren muss, aber das ist mit einer kleinen Änderung in der Konfigurationsdatei erledigt. Öffnet man mit dem DOS-Editor Edit die Configsys oder die AutoExecBat, sieht man, dass keine Treiber geladen werden. Und dennoch werden standardmäßig eine Super VGA-Grafikkarte, eine Soundblaster 16-Soundkarte und ein Roland GS-Soundmodul über den in Windows eingebauten Microsoft GS Wavetable Synth emuliert. Ich demonstriere das mal am Echtzeit-Strategieklassiker Z der Bitmap Brothers, das ich direkt von einer CD der Gold Games 2 Sammlung von Topware aus dem Jahr 1997 installiere. Zuerst binde ich mein Blu-ray-Laufwerk bei meinem Windows 11 Rechner Laufwerk I als DOS-CD-ROM-Laufwerk D ein mit Mount DI und dann -T CD-ROM, damit klar ist, dass es sich um ein virtuelles CD-Laufwerk handelt. Dann binde ich als Laufwerk C einen vorher angelegten Ordner auf meiner Windows-Festplatte ein, zum Beispiel ddosgames. Der Befehl lautet analog mount c ddosgames, ohne das -t cd-rom logischerweise. Mit d-Doppelpunkt wechsle ich auf das CD-Laufwerk und lasse mir mit dir das Inhaltsverzeichnis anzeigen. Dort finden wir eine Install-Exe und nach dem Aufrufen dieser Installationsdatei wähle ich Installation von Z. Die folgenden Angaben stimmen. Der Kopiervorgang von CD auf Festplatte startet. Jetzt wird man gefragt, ob man UniVBE erzwingen will. Das war zu dieser Zeit ein populärer Universaltreiber zur Ausgabe von Super VGA-Auflösung, also von unglaublichen 640x480 Bildpunkten und mehr. Hier gehe ich auf Ja. Als MIDI-Soundtreiber wähle ich General MIDI, so dass die Musik an den Microsoft GS Wavetable Synth von Windows weitergegeben wird. Mehr Infos zu General MIDI gibt es im dritten Teil meiner Roland MT32-Reihe. Als Digital-Audio-Treiber nehme ich Soundblaster 16. Starten wir das Spiel jetzt, werden kurz die verfügbaren Grafikmodi ermittelt und dann geht es schon los. Wir hören sowohl den Soundblaster als auch den MIDI-Sound und klicke ich im Spiel auf Menü, kann ich auch in den SVGA-Modus wechseln. Grafik, Sound, alles okay. Und das mit DOSBox-Standardeinstellungen.
Bevor wir aber mehr in die DOSBox-Details gehen, welche DOSBox-Version soll man überhaupt verwenden? Die Original-DOSBox-Version gibt es unter DOSBox.com. Die erste Version wurde am 31. Januar 2002 veröffentlicht. Die letzte offizielle Version ist zum Zeitpunkt dieses Videos von Juni 2019, also über 4 Jahre alt. Auf der dazugehörigen SourceForge-Seite sieht man durchaus, dass die Entwicklung nicht stehen geblieben ist, aber die Anzahl der Commits, also Weiterentwicklung am Code, ist in den letzten Jahren eher übersichtlich gewesen. In einem Forenbeitrag zur DOSBox-Version DOSBox Staging behauptete User Jay Little in einem Post, Teil des früheren DOSBox-Teams gewesen zu sein, und schrieb, fast wörtlich übersetzt, In jedem Fall teile ich die Bedenken, die viele in diesem Thread geäußert haben. DOSBox ist selbst aus der Perspektive von jemandem, der kaum eingeweiht ist, eindeutig ein stagnierendes Biest, und ich freue mich, dass eine andere Gruppe die Zügel in die Hand nimmt. Tatsächlich sieht die Featureliste des Standard DOSBox zum Beispiel zum Fork DOSBox SVN DOM oder DOSBox SVN DOM eher übersichtlich aus. Bei DOSBox SVN DOM wurde bereits vor über 10 Jahren eine Roland MT32 sowie eine Fluidsynth-Emulation für besseren MIDI-Sound eingebaut. Und das auf Basis der damaligen Original-DOSBox-Entwicklerversion, daher das SVN im Namen. Auch 3DFX-Beschleunigerkarten wurden unterstützt, sodass bei Games mit 3DFX-Unterstützung von GOG und Steam auch heute noch diese DOSBox-Variante zum Einsatz kommt. Allerdings wird auch DOSBox SVN DOM nicht weiterentwickelt. Die letzte Version ist von Januar 2015. Zu den beliebteren aktuellen Varianten gehört DOSBox ECE. Auch hier handelt es sich um eine auf DOSBox SVN basierende und mit ausgewählten Community-Patches versehene Version. Der Entwickler Yesterplay schrieb jedoch im Januar 2023 auf die Frage, ob es mit der ECE-Version weitergeht. Da sich aktuell ja generell nichts beim originalen DOSBox-Projekt tut, gibt es in ECE natürlich auch wenig zu tun. Aber davon abgesehen bin ich tatsächlich drauf und dran, ECE einzustampfen. Bleiben noch 2 bzw. 3 Projekte übrig, und hier ist wiederum mächtig was los. Das bereits kurz erwähnte DOSBox Staging hat bisher 14 Versionen veröffentlicht und weist 110 User aus, die in der Vergangenheit zum Code beigetragen haben. Im Monat vor diesem Video haben 15 Autoren Code zum Projekt beigesteuert. Alternativ dazu gibt es DOSBox X. Es gab bisher 138 Releases, ebenfalls 110 Contributors, und wenn wir uns hier die Daten anschauen, sehen wir, dass im vorausgegangenen Monat 8 Autoren aktiv waren. Leider sind Codebasis und Philosophie hinter der Weiterentwicklung doch so unterschiedlich, dass ein Zusammenführen beider Projekte zumindest aktuell nicht möglich zu sein scheint. Laut eigener Aussage legt DOSBox Staging Wert auf einen einfachen Einstieg nicht nur für neue Nutzer, sondern auch für neue Entwickler. Man übernehme nicht einfach nur Patches aus der Community, sondern bereinige diese vorher und richte sie nach einem Staging-Coding-Style-Guide aus, um hohe Codequalität und Wartbarkeit auch für die Zukunft gewährleisten zu können. Im Gegensatz zu DOSBox X sei die Emulation von Windows 95, 98 oder ME kein Ziel, es sei denn, die Community wolle das. Die gerade erst überarbeitete Emulation von 3DFX 3D-Grafikkarten steht aktuell auch nur in der Entwicklerversion von DOSBox Staging zur Verfügung. Bei DOSBox X ist sie bereits mit an Bord, wenn auch noch nicht ganz ausgereift und fehlerfrei. Dafür kann DOSBox Staging deutlich mehr Soundkarten als DOSBox X emulieren. Ein sehr gutes Beispiel für die Unterschiede sieht man beim Thema Konfiguration über die Oberfläche. Der Hauptentwickler möchte eine fernsehertaugliche, per Gamepad steuerbare Oberfläche einbauen. Hier sind ein paar seiner Mockups zu sehen. Im Gegensatz dazu steht DOSBox X, das eine per Maus und Tastatur bedienbare Menüleiste präsentiert und einen Konfigurator bietet. Bei DOSBox Staging muss man noch selbst Hand an die Config anlegen. Für den Einstieg empfehle ich daher DOSBox X und werde es auch in diesem Video weitgehend verwenden. Weil aber die Konfigurationsdateien in weiten Teilen identisch sind und man sowieso nicht allzu oft umkonfigurieren muss, ist der Umstieg von dem einen zu dem anderen DOSBox kein Problem. Auch Settings des Original-DOSBox lassen sich in DOSBox Staging und DOSBox X übernehmen. Haltet daher am besten, so wie ich, beide Projekte im Auge. Oder man freundet sich mit DOSBox Pure an, die dritte interessante Variante im Bunde. Das ist nämlich ein Core für das beliebte Multi-Emulatoren-Frontend RetroArch. Hier gibt es zum Beispiel im Gegensatz zu den anderen DOSBoxen eine Mausemulation über das Gamepad sowie ein On-Screen-Keyboard. RetroArch gibt es für alle erdenklichen Plattformen, und da es vor allem die Hauptrolle in Emulatorendistributionen wie Batocera spielt, kann man DOSBox Pure ohne extra Installation auch auf Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi, den Odroids oder Orange Pis sowie Retro-Handhelds nutzen, sofern die Rechenleistung ausreicht.
Insofern werden wir uns auch das Setup dieser DOSBox-Version ansehen. In Bartosera sowie unter Windows mit der Emulation Station Desktop Edition. Die Installation von DOSBox X wirkt aufgrund der vielen Optionen nach dem Installationsstart komplex, aber hier kann man einfach überall auf Weiter klicken. Lediglich bei der DOS-Version habe ich mich hier im Beispiel für DOS 7.1.0 statt des standardmäßigen DOS 5.0 entschieden, aber auch das ließe sich im Nachgang in der Konfigurationsdatei ändern. Direkt nach dem Ausführen gibt es umfangreiche Starthilfe. Die Hinweise bezüglich der F12-Tastenkombination in dieser Version von Mai 2023 gelten nur für Mac und Linux, denn unter Windows ist es F11 und nicht F12. Ansonsten bekommt man einen ersten Überblick über die wichtigsten DOS-Befehle durch die Eingabe des Befehls Help. Letztendlich benötigt man zum Spielen eigentlich nur eine Handvoll DOS-Befehle. Mit dem Laufwerksbuchstaben gefolgt von einem Doppelpunkt wechselt ihr auf das Laufwerk. Mit CD wie Change Directory wechselt ihr in ein Verzeichnis, wobei Punkt anstelle eines Ordnernamens für einen Wechsel in das übergeordnete Verzeichnis steht. Man braucht gelegentlich MD wie Make Directory zum Erstellen eines Ordners, RD wie Remove Directory zum Löschen eines Ordners, DEL wie Delete zum Löschen von Dateien und eventuell DELTree zum Löschen von Ordnern inklusive darin enthaltener Dateien und Unterordner. Dann gibt's noch CP wie Copy zum Kopieren von Dateien, MV wie Move zum Verschieben von Dateien und RN wie Rename zum Umbenennen. Und schließlich sollte man noch Edit zum Bearbeiten von Textdateien kennen. Hängt man ein /Fragezeichen am Ende eines Befehls dran, bekommt man Detailinfos zum Befehl angezeigt. Vieles kann man allerdings auch ganz normal mit dem Dateimanager des Host-Systems erledigen, falls euch die Kommandozeile doch nicht so zusagt, da soll es ja den ein oder anderen geben. Und hier und da ist es vielleicht auch einfach schneller, als wenn man in der Kommandozeile unterwegs ist. Liefert euch Help einen Überblick über DOS-Befehle, erhaltet ihr über Intro zahlreiche DOSBox-spezifische Infos, nämlich wie man Laufwerke des Host-Systems mit Hilfe der Befehle Mount und Image Mount einbindet und es gibt Erläuterungen zu den DOSBox-Aufrufparametern. So, das war der erste Teil zu den DOSBox Basics. Zugegeben mit etwas mehr Theorie als Praxis, aber das wird sich mit dem nächsten Teil ändern. Wir konfigurieren DOS-Games so, dass sie mit DOSBox X und DOSBox Staging, aber auch mit RetroArch und so mit DOSBox Pure laufen. Ihr könnt sie dann nämlich auch bequem über Emulation Station unter Windows, aber auch Bartosera aufrufen. Und wir schauen uns die GOG bzw. Steam DOSBox Setups an. Wollt ihr das nicht verpassen, hinterlasst ein Abo und natürlich das Liken und Kommentieren nicht vergessen. Besten Dank fürs Zusehen und bis bald.